Trimax Fitness Challenge. Habe ich schon ein bisschen reingeguckt. Allerdings nicht komplett, glaube ich. Wir schauen mal durch. Also am Anfang, glaube ich. Auftritt, Posing, Gesamtergebnis. Genau. So ein bisschen. Normalerweise postet man wirklich in dem Ding. Ja. Also da ist dann fast nichts bedeckt. Da würde ich Trimax drin sehen. Oh! Oh! Das ist so unangenehm. Die erste Pose ist, du kommst hier, ne? Ja. Maximilian Stemmler! Ja, gut abgenommen, ne? Das erste Mal hier schon. Also wir sehen uns beim Posen dann nicht selbst im Spiegel, ne? Genau. Okay. Nee, du siehst dich nicht. Digga, herz aber, dankeschön, Bro. Kuss. Bei der ersten Pose machst du nur den. Der rote Balken war komplett durch. Ja, ich weiß, aber ich bin nicht der Einzige, der meinem YouTube-Account angemeldet ist. Tobi ist ja noch mit drin, meine Managerin ist ja noch mit drin, mein Cutter ist hier noch mit drin und Leo, glaube ich, auch noch. Und manchmal schauen die halt auch Videos über meinen Kanal. Ich habe da eben nur mal kurz ein bisschen durchgeskippt. Praktisch wieder den Lat auf Spannung und tust dir die Arme rechts vom Körper so ein bisschen runter. Okay. Du, normal spannst du die Beine an, das musst du jetzt nicht. Ja. Und dann tust du sie leicht nach vorne legen. Nach vorne legen? Pose Nummer 1. Front Double Bicep. Aha. Dann gehst du unten zusammen und machst den. Nimmst die Arme nach innen, die zeigen nach innen. Ja. Boah, ist jetzt schon anstrengend, holy shit, ich muss aber lachen. Ja, okay. Und aufrichten. Boah, Digga, Max, Alter! Also der hat schon, was mich wundert, Max hat wirklich fast keine Brustmuskulatur, ne? Also der wird eine krasse Brustmuskulatur haben, aber die sieht man fast gar nicht, weil seine Arme und sein Rücken und sein Lat so brachial sind, Digga. Holy shit, Alter. Junge. Trimax. Halten, kannst du nur üben, jede Pose kannst du immer so 10 Sekunden halten. Und die macht man direkt mal da zwischendurch nicht. Genau, schlapp machen. Nee. Dann kommt die nächste Ansage. Ist das Smart Gains, ne? Ja. Dann versuchst du den fließenden Übergang zu machen. Ja. Digga. Also wenn du von der Pose bist, das ist Front, aber weiß. Schon stabil. Ja. Ich habe das gleiche Bild, habe ich gerade auch, glaube ich, von mir. Genau genommen sieht es bei mir ziemlich beschissen aus, tatsächlich. Sieht so aus. Und das ist bei weitem nicht so wie bei Trimax. Seht ihr das? Da ist schon noch ein Unterschied. Aber ich glaube, ich habe besseren Rücken. Guck mal. Ich habe bessere Rückenmuskulatur als Trimax. Glaube ich. Also Trimax hat da schon mehr. Wenn wir vergleichen. Trimax ist auf jeden Fall, klar, der ist halt viel massiger als ich. Und ich habe bei weitem noch nicht diesen Dorito-Shapes so ganz krass. Aber Arme okay, aber dein Rücken ist Schmutz. Na, Rücken kommt so langsam. Jetzt seid doch mal nicht so, Digga. Ich habe an dem Tag halt nur Arme trainiert. Deshalb, Digga. Du bist definierter, weniger Körperfett. Ja, natürlich habe ich weniger Körperfett. Ne, ist kein Photoshop, ist tatsächlich real. Ist tatsächlich ein reales Bild. No flex. Dann kommt die Ansage, richtig in die Speckfalle. Zieh dann so nach vorne. Ja, no, ja. Brust raus. Scheinbar sah vorher aus schon wie ein Hulk, Digga. Und Latt zeigen. Ja, Schulter nach unten. Und Latt öffnen. Ja, ja, genau. 5, 4. Ich kann mir Max dabei gar nicht 3, anschauen. 2, 1, dann kommt Side Chest. Okay, wir skippen mal ein bisschen durch. Einmal, oh, mit Nebel hier, Alter. Okay, also hallo. Rechter Arm ist größer als linker. Ja, Digga, ich wichse ja mit rechts. Dann nochmal Latt und dann. Trimax ist auch riesig, ja, ja. Also hier, guck mal, so die Form hier ist schon brachial. Die Arme und so. Brust kommt schon sehr gut bei ihm. Okay. Nächste. Ran. Und Romatra hat auch keine schlechte. Ja, Brust ist super schwer zu trainieren, wenn man dünn ist, Digga. Ist bei mir genauso. Ich kann mal gucken, ob ich ein Bild von Brust habe bei mir. Irgendwas Aktuelles habe. Ja, aber das ist nicht. Das ist schon was älter. Das ist, glaube ich, bei mir ist das hier 2 oder 3 Monate alt schon. Keine Ahnung, Digga. Brust finde ich ultra schwer zu trainieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Brust finde ich richtig schwierig. Ich habe so eine Romatra-Statur. Der hält den, dann kommt die Schulter raus und du drückst die Brust rüber. Dann kommt Side Tricep, fasst den mit der linken Hand an den rechten Daumen. Genau. Wieland. Drückst den Trizeps durch, leicht in die Hocke. Hat Romatra sich jetzt überall umbenannt in Wieland? Oder wie? Nee, heißt der, er ist doch noch über Romatra.
Dann kommt Back Double Bicep, machst du einmal zum Spiegel. Das gleiche, was wir von vorne gemacht haben, nur nach hinten. Chef Strobel hat, glaube ich, eine vorne. Krasse Form. Omatra ist auch nicht schlecht, wirklich. Omatra hat eigentlich sehr gute Voraussetzungen. Bei Strobel bin ich mal gespannt. Strobel hat schon krass abgespeckt und eine sehr, sehr kleine, aber stabile Brust. Und Arme hat Strobel ja und Schultermuskulatur. Holy shit, Digga. Chef Strobel ist einfach nur komplett weiß. Boah, Strobel ist sehr stabil. Vordere Bein ist der Mitte durch, ungefähr auf der Höhe vom Mittel von der anderen Bein. Ja. Arm gestreckt, andere Arm kommt oben drauf. Ja. Ziehst den Arm ran. Boah, Digga, Strobel, Alter! Guck mal den. Digga, der Arm von Chef Strobel ist wirklich krass, Digga. Der ist krass. Ja. So? Ja. Junge. Ah, okay. Der Hulk in weiße Smart Gains. Ja. Du knickst hier noch ab. Ja. Versuchst ein bisschen flacher zu machen. Ja, genau. Okay. Und versuch hier. Stark, rein. Digga, hier. Ja. Ja, genau. Komplette Dorito-Shape. Auch kein Sixpack, aber schaut mal die Arme, Digga. Steckt das an. Und halten. Wir müssen nach 5-6 Sekunden eine Pose halten. Halten. Sieht gut aus. Und Übergang in Latsprat. Und dann kommt die letzte Pose. Ja, Strobel hat schon eine sehr gute Form. Most muscular. Wenn er jetzt noch ein bisschen krassere Brust hätte, aber die ist schon sehr gut. Brust und Sixpack, Digga, dann wäre er crazy. Arme sind unten, nicht ja. Oben, unten. Ja. Arme anspannen, Schulter anspannen. Oh, Digga, guck mal. Krass. Okay. So habe ich das Brot jetzt gestanden. Wir gehen mal rüber. Neu. Du musst direkt wieder ran. Das schmeckt nicht so gut. Aber es war gut, dass wir es gaxt haben, weil sonst wäre es wahrscheinlich nicht gewesen. Die Nacht macht es besser. Dann anfängt zu kribbeln. Was machen sie jetzt? Und jetzt schon verkackt! Kommt da runter, neu! Du musst direkt, wenn du ranspringst, den Schwung nehmen. Versuch reinzuspringen und gleich explosiv nach oben. Baum in der Mühe, Omatra. Was muss er machen? Füße voll nach vorne. Ja, und hoch! Ja, oh, yes! Was ist das? Schade. Viel besser. Ja, okay. Was ist ja, das? Ist halt noch Technik. So, nach der Stunde starten wir. Sie geht schon auf. Stabile Schulter drücken. Nicht so aufgeregt. Ich hab wir werden rausfinden, wer Platz 1, 2 und 3 belegt. Und ich glaube, Omatra kommt auch aus Karlsruhe. Kommt er nicht? Keine Ahnung. Okay. Alter! Die Gesichter, Junge! Geil! 3, 2, 1, go! Alter, Digga! Da wirst du gewichst! Digga, das ist mal, Digga, das ist Pornomaterial hier. Oh, Baby. Traum aller Frauen. Wenn er dir diesen Blick zuwirft. Mashallah, Baby. Hey, Schurschnecke, komm rüber. Digga, anders wild. Oh, Digga, da wird Oh, Junge. Diese Arme von Max, krank. Alter, war das anstrengend. Wir haben es oft geübt, aber nicht. Max ist so süß, Alter. Max ist so ein süßer Knuddelfrosch, wirklich. In einem Ablauf. Digga, No Nut November verkackt, Digga, wirklich. Da gehen wir ganz schön die Puste aus. Und wenn du so oft aufgepumpt, ja, meine Arme haben einfach gezittert. War geil. Digga, vorher? Ja, Strobel hatte schon ein gutes Vorher. Der hatte vorher schon krasse Arme oder relativ gute Arme. Der ist gut ripped, tatsächlich. Hätte aber noch ein bisschen mehr Ripness am Bauch bekommen können. Der wird so ähnlich viel Körperfett haben wie ich, vielleicht sogar ein bisschen weniger, so 13% oder sowas. Ich laber hier irgendwas, ich habe gar keine Ahnung von Fitness, Alter. Ja, das ist schon stabil, der Arm ist schon crazy, Mann. Alter, Junge, dieser Bizeps, Digga. Das ist auch ein langer Bizeps, der ist nicht so kurz, der ist nicht so ein Ball, sondern der ist richtig schön geformt, muss man ihm sagen. Digga, Feierabend. Feierabend, der Junge. Was hat er da am Rücken? Was hat er da? Hat er diese Absaugtherapie gemacht? Dieses, was man so, oder was? Bei Chef Strobel so richtige Lauchmusik.
Wie war's? Geil, Mann. Boah, ich hab schon meine Schulter ein bisschen überdehnt. Spannend. War ich da schon mal zufrieden? Ja, klar. Ich bin auch mega gespannt. Gleich kommt noch ein Also Max hat richtig gut abgenommen, wirklich. Travis hat wirklich gut abgenommen, das muss man sagen. Max hat wirklich echt eine Menge abgenommen. Der ist einfach eine breite Statur. Max ist einfach ein Biest. Aber der hat wirklich gut Körperfett verloren. Ich habe heute noch Brusttraining gemacht, tatsächlich. Martha einzeln und dann sind wir gleich alle drei nebeneinander. Das ist immer sehr gut für mich. Okay, okay. Vorher Romatra, eigentlich auch nicht schlecht, ne? Auch starke Arme. Ja, Romatra ist halt sehr weiß. Der hätte vor auf die Sonnenbank gehen müssen, Digga. Romatra hier sehr gut am Bauch und die Brust ein bisschen nicht schlecht. Irgendwie kann ich Wieland nicht ernst nehmen. Ich weiß nicht warum. Ich finde ihn so süß, aber ich kann ihn nicht ernst nehmen. Deutsche Tony Stark, wirklich. Anstrengend. Ich habe die ganze Zeit nur noch gezittert. Bisschen weird, das Ganze. Passt Trimax auf eine Sonnenbank? Links, rechts, oben. Und ganz rechts, Umapa. Strobel hat diese Posen schon so raus. Strobel hat das schon richtig raus, check mal. Diese Gesicht, wenn ich habe Durchfall und muss scheißen. Schau mir, sieht diesen Streams dicker aus, ja. Aber saugeil, dass ich es so professionell gemacht habe. Steff Strobel hat so einen Echsennacken. Wisst ihr, was ich meine? So wie so eine Echse, die so einen Nacken aufstellt. Bevor die Ergebnisse kommen, wir haben alle gewonnen. Alle. Klar, einer kriegt die Bestrafung, aber für vier Monate. Was ist die Bestrafung, Chat? Was ist die Bestrafung? Was muss man machen? Die hat mich ja auch zuerst gefragt, ob ich da nicht mitmache, aber irgendwie habe ich es dann doch nicht gemacht. Bier, Gitarre spielen. Hä? Ja und? Gitarre spielen in der Öffentlichkeit und Geld sammeln. Oh, Digga, wie unangenehm. Vorher, nachher, wir fühlen uns alle... Revi-Songs hören. Bebega. Viel wohler, das ist schon geil. Fetten Respekt auch mal an alle drei. Ich meine, die sitzen hier von der Jury, die alle ein bisschen was von Fitness verstehen. Wir hatten knapp 50.000 Live-Zuschauer. Da gehört schon eine Menge dazu. Deswegen fetten Respekt erstmal an alle, die hier teilnehmen. Der ist wieder so glücklich. Max glücklich zu sehen, das ist wirklich herzerwärmend einfach. Max glücklich zu sehen, ist einfach nur schön. Das Ergebnis gesplittet. Einmal im Posting, wer unserer Meinung nach den besten Auftritt hatte. Oh. Und wer die beste Transformation hatte. Und wer die beste Transformation hat, das bezeichnen wir als Overall Champion. Ja. Wir fangen an mit dem Posting. Posting gewonnen. Knapp, aber doch 4 von 4 Stimmen. Ist Posting-Sieger 2020 Trimax. Alter! Digga, hätte ich so nicht gewartet, ich hätte Strobel das gegeben. Wahrscheinlich hat Strobel gesamt gewonnen. Danke, danke. Ich will mir jetzt wieder die Hand geben, das dürfen wir nicht. Danke. Jetzt ist die Frage, gibt er noch weitere Bewertungspunkte? Gesamtergebnis und somit Overall Champion 2020. Ich denke Strobel, oder? Oder Romatra? Ist Chef Strobel. Alter, gut. Ja, macht doch Sinn. Chef Strobel hat richtig krass aufgebaut tatsächlich. Also der hat wirklich... stark nochmal zugelegt an Muskelmasse. Das sieht wirklich stark. Muss man sagen. Verdient. Verdient. Overall Platz Nummer 2. Und in dieser Challenge besonders wichtig, denn Platz Nummer 3 muss Gitarre spielen in der Fußgängerzone, ist Trimax. Alter. Romatra, scheiße. Danke.
Ja, Max hat halt krank viel abgenommen, ne? Max hat halt krank viel abgenommen, wa? Auch hier möchte ich mir nochmal sagen, wir haben uns intensiver... Nein, Romatra, der Arme. Auch Wieland, Digga, du tust mir so leid, Bro. Ey, je nachdem, wo der spielt, ich gehe da hin und gebe dem Geld. 12 Kilo hat Max abgenommen. 10 Kilo, 12? Boah, schon krass. Unser Ergebnis ist sehr klar. Fetten Respekt an alle, ihr seid alle Gewinner. Platz Nummer 3, trotzdem super Ergebnis von Matra. Hammer, Platz Nummer 3. Wieland. Aber trotzdem, Top-Transformation. Sauber, du Wichser. Ja, Romatra hatte wirklich gute Brust bekommen und so ein bisschen am Bauch hätte er noch mal können, aber auch schon. Hoffentlich wirst du wieder so fett. Auf alles, Trimax legt das wieder zu. Ich habe mir für den Romatra 7 Kilo verloren. Okay, stark. Ich habe mir für den Winter vorgenommen tatsächlich auch noch mal. Ich wiege, glaube ich, gerade 75, 76 oder sowas. Ich würde gerne auf 78 definiert hoch und im Frühjahr dann richtig, ja, richtig aufgebaut haben. Also eigentlich möchte ich noch mal ein bisschen was zulegen an Muskelmasse. Gerade bei mir, Brust ist unglaublich schwach. Ich bin 1,85 groß, wiege dann ja 76 Grad, das ist komplett normal. Ich würde gerne definierter Lauch sein. Also das Ding ist, ich werde niemals eine Maschine sein. Ich bin typischer Hardgainer, ich muss wirklich sehr viel essen. Ich muss sehr, sehr viel essen. Ich habe das gerade eben hier nochmal kurz gezeigt. Das ist von letzter Woche. Das ist jetzt gerade so okay, sage ich mal. Arme auf jeden Fall ganz in Ordnung bei mir so. Aber ja, ich bin damit auch noch nicht ganz zufrieden. Und warte mal, ich glaube, ich hatte noch ein anderes hier irgendwo. Sekunde. Ich mache mal kurz die Cam groß, nicht, dass ich hier irgendwas Ekliges zeige. Genau, und das hier ist von, glaube ich, vor 2 Monaten. Ich habe kein aktuelles Bild von Brust, habe ich kein aktuelles. Das sieht gerade so aus. Da waren Arme noch was dünner, wie ihr seht. Und Bauch noch gar nicht definiert. Das ist jetzt auch wieder ein bisschen anders. Ja, so sieht es quasi gerade aus bei mir. Ich glaube, ich bin da auf einem ganz guten Weg, aber Beine auf jeden Fall. Also, Digga, Beine, ach, lasst uns bitte nicht über meine Beine reden. Ich muss auf jeden Fall Latt zulegen. Und ja, Brust habe ich echt ein Problem mit. Brust habe ich wirklich krasses Problem mit, weil es halt bei mir sehr, sehr lange dauert. Aber Max und die anderen hier, wirklich sehr, 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 sehr stark aufgebaut, Digga. ich bin 5 Meter groß und wiege 100 Kilo. ja, was soll ich sagen? Ich muss halt einfach wirklich super, super viel essen. Ich habe einen Tagesumsatz von, lasst mich nicht lügen, Chat. Ey, was esse ich am Tag? Ich esse am Tag locker, muss ich 3500 Kalorien essen, um mein Gewicht zu halten. Ja, um zuzulegen, müsste ich 4, 5 oder sowas essen. Deshalb ist es für mich sehr schwierig. Ich krieg's tatsächlich ganz hin. Und das ist jetzt wirklich auch wieder no Werbung. Mit diesen Y-Food-Dingern hier. Das ist jetzt auch wirklich no Werbung. Einfach nur von mir jetzt so empfohlenmäßig. Hat da 500 Kalorien. Kann man easy runtertrinken. Hat tatsächlich eine Menge Dings drinne. Also eine Menge Eiweiß und sowas. Ich glaube 37 Gramm pro 100, 500 Milligramm Flasche. Das geht schon tatsächlich. Aber ja, ist auch noch ein weiter Weg für mich, wa? Oh, herrlich. Wir haben noch etwas zu überreichen. Der Overall Champion, Pokal 2020. Ah, Smilodox. Smart Games ist ja auch eine Maschine, ne, wa? Geht somit. Ich bin 1,40 groß, wiege 125 Kilo und gehe in die erste Klasse. Moin Meister, Enders. An dich, Strube. Vielen Dank. Bin aber auch ehrlich, Leute. Ich mache sehr, 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 sehr wenig mit. Das sind keine Chemikalien, das sind Vitamine, Digga. Ich mache sehr, sehr wenig. Also ich nehme kein Kreatin zu mir. Keine Eiweißshakes. Also ich esse halt einfach Skyr und sowas. Ich esse 2 Becher Skyr am Tag, 2 Y-Food. Dann abends noch irgendwie ein Veggie-Schnitzel reinfetzen und sowas. Dann komme ich auf meine 150 bis 170 Gramm Eiweiß. Ganz viel Nüsse und Nudeln und sowas halt fürs Hardgain. Und jetzt heute halt wieder hier Zucker reingepumpt bis zum geht nicht mehr. Ja, keine Ahnung. Ich glaube tatsächlich, wenn ich einfach jetzt anfangen würde mit richtiger Ernährung noch dazu und Eiweißshakes, würde ich bestimmt noch ein bisschen mehr zulegen und gerade eine Kreatinkur überlege ich halt nochmal. Aber mal schauen. Danke. Wie viel Geld gibst du für Essen in der Woche aus?
kann ich nicht sagen. Kann ich nicht sagen, 100 Euro bestimmt, locker. Geile Challenge. Danke an Benny. Ja, vielen Dank an Benny. 16 Wochen gecoacht. Ich habe den ab und zu, glaube ich, auch mit so ein paar unnötigen Fragen zugemüllt. Aber war trotzdem geil, super viel gelernt. Wenn ihr Fragen zu Fitness habt, also auf jeden Fall den YouTube-Kanal abchecken. Ich habe so viel gelernt in Fitnessübungen. Das ist krank. Allein schon bei hier Latzug. Latzug habe ich einfach falsch gemacht, 4 Jahre lang. Same. Hat mein Personal Coach mir auch gesagt, wie das geht. Latzug muss man richtig lernen, wa? Könnt ihr viel lernen, abchecken. Vielen Dank für die Challenge. Geile Kontrahenten gehabt. Ja. Hat Spaß gemacht und machen wir schon nächstes Jahr nochmal. Sehr, sehr geil. Danke. Safe, das wird nochmal. Wir brauchen noch ein ehrenhaftes Abschlussfoto. Ihr müsst einmal bitte auf Siegertrip. Okay. Ich mach mal rechten Arm raus. Negativ. Du deinen linken? Du deinen linken Arm. Warum mal? So. Ja. Ich mein linken. Ja. So. Das ist schon ein guter Arm. Okay, also ready? Zu mir gucken? Ja. Er hat auch eine krasse Transformation hinter sich, Digga. Ja, jetzt machen alle Doppelbizeps. 3, 2, 1, go. Dickes Danke auch nochmal an Benny, 16 Wochen lang begleitet, jeden Montag den Fitness-Talk, alle Tipps, Ernährung, die ganzen Supplements, die uns zugeschickt hat und die ganzen Tipps, ja, auch individuelle Fragen. Ich glaube, mit so Supplements kann man auch sehr viel machen, wa? Wir hatten ja alle sehr verschiedene Diäten, sehr, sehr verschiedene. War mega geil, war ein richtig geiles Projekt. Die anderen wollen jetzt, wir gehen jetzt gleich richtig krass mal essen. Muss man auch machen jetzt nach so langer Zeit. Hauen wir jetzt mal gut rein, aber es hat jetzt so gut funktioniert, die Diät. Abnehmen und aufbauen, gleichzeitig, auch wenn es hart war. Ich bin 4 Meter groß, wiege 120 Kilo, 210 Kilo und bin jetzt 7 Jahre alt. Ah, ich werde das noch weitermachen. Ich will runter auf nochmal 4 Kilo verlieren, 108 dieses Jahr noch. Aber heute erstmal reinschieben, ordentlich. Stark, Leute, stark. Max Romatra, Chef Strobel, krasse Transformation. Darauf gibt es erstmal ein ehrenhaftes Like. Jungs, habt ihr euch verdient, habt ihr wirklich sehr, sehr gut gemacht, Mann. Muss ich ganz ehrlich sagen, find's krass, wie ihr euch da gegenseitig supportet habt. Und so eine Challenge-Idee finde ich eigentlich auch ganz nice. Mal schauen, wie das sich eventuell, ja, bei mir vielleicht noch ändert. Mal gucken. Vielleicht ziehe ich auch mal durch. Mal schauen. Und ich hoffe einfach mal, dass ich irgendwann auch so weit bin, dass ich einfach richtig erfolgreich und gut aussehen werde. Mal gucken, wa? Mal gucken, Leute. Was soll ich sagen?